Ja, jetzt mal hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei PyroShock. Und zwar heute mal meine neue Serie Leitstab, Treiber und Bombette. Ja, ist meine kleine Raketentestserie. Warum habe ich sie so getauft? Ja, Leitstab ist klar. Jede Rakete hat einen Leitstab. Treiber hat auch jede Rakete. Bombette, gut, ich war mir nicht einig, ob ich jetzt irgendwas noch schlecht machen soll an Raketen an den Deutschen. Aber ich habe mir gedacht, da ich auch die Zinkklasse 2 Raketen testen werde, nehme ich einen normalen Titel. Und ja, vielleicht passt der. Könnt ihr ja mal schreiben, wie er euch gefällt. Ansonsten ändert jetzt sich sowieso nichts mehr dran, weil ich schon einige Videos wahrscheinlich hier jetzt abgedreht haben werde. Ja, heute im ersten Teil das bekannte oder wohl bekannteste oder eines der bekanntesten Sets, das Highspeed Bombs von Weco. Jedes Jahr bei Lidl für, ich glaube, 8, 9 oder 10 Euro. Ich weiß es nicht. Ich glaube, 9 Euro oder 10. Egal. Ja, drinnen sind 8 Raketen. Einmal die Snake-Rakete, Flash-Effekt-Bombenfüllung, die Eagle, die Shark, nochmal die Snake und die Alligator. Dann haben wir noch drei kleinere, und zwar einmal die Rebel White, Rebel Pink und Rebel Red. Die haben alle eine Doppelschlagfüllung drin. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Viel Spaß. Ja, kommen wir zu dem Set Highspeed Bombs von Lidl. Zünden die alle mit? Die machen wir alle gleichzeitig mal. Alle. Oder? Die drei. Ich mach die drei, ja. Du nimmst, ja, machst uns die beiden, dann mach ich die beiden. Ich mach die beiden. Was denn jetzt? Ich mach die. Ja, geht los. Ja, man siehe und staune, zu viel Geld für zu wenig Raketen.